Hallo und herzlich willkommen zurück zu Das etwas andere Varo mit mir, dem Sellimel, und heute mit einem Special Guest. Und zwar habe ich Casper dabei. Yo, was geht, Leute? Hä? Alles klar bei euch? Nein, ich bin der Zinni. Aber ich war schon die letzten Tage immer am Husten und jetzt hat sich das voll auf die Stimme ausgewirkt. Ich feiere die Stimme total. Und ja. Ja, ich sehe auch gerade, dass zwei auf dem Server sind, und zwar der Häslig und Minus. Hat er hässlich falsch geschrieben? Wahrscheinlich, oder er macht einen auf ungespielt. Wahrscheinlich. Sollen wir Ja gut, dann joinen? würde ich sagen, wir joinen, ne? Jo. In 3, 2, 1 und drauf. So. Okay. Anmelden. Das dauert aber bei mir heute lange. Jo, du bist noch nicht da. Bei mir steht noch anmelden. Anmelden, anmelden, anmelden. Ich gehe dann schon mal raus. Ich weiß gar nicht mehr, in Ja. welche Richtung wir raus waren. So, jetzt tut sich was, ja. Jetzt bin ich da. Die haben gerade schon gefragt, wo du bist. Also hier haben die Plöcke rumgelegen. Ich glaube, wir sind zur anderen Seite raus irgendwo. Die haben noch die Glaube ja hier. abgebauten Blöcke rumgelegen, das heißt, hier ist keiner drin. Das ist gut. Hier sind wir eigentlich nicht reingekommen, aber ist egal. Nee, wir sind echt nicht reingekommen. Aber ist so egal. Jo. Hier gibt es nämlich auch genug Quarz noch. Das stimmt. Ah ja, ich habe dir ja vorhin noch gesagt, dass ich ja in dem Flüchtlingslager hier war. Ja. Dann erzähl mal, was hast Und du da zwar, gemacht? ja, bisschen geguckt, gespielt. Und ich habe ja noch so viel auf meinem Dachboden, was ich nicht mehr brauche. Vielleicht können die das gebrauchen, und es wird die nächsten Tage dann einer von dem Flüchtlingslager bei mir vorbeikommen und halt von meinem Dachboden das mitnehmen, was die halt gebrauchen können. Okay. Ich meine, ich brauche das auf dem Dachboden eh nicht mehr. Und dann können die das von mir aus mitnehmen. Und So, Anziehsachen, Spielsachen, bla bla bla. da finde ich echt eine gute Aktion. Ja, ich dachte, ein bisschen helfen kann ich da schon. Ja, also finde ich sehr unterstützenswert, diese Aktion, weil wir haben einfach viel zu viel, die meisten Leute. Das stimmt. Und Flüchtlinge kommen hier an und haben einfach mal gar nichts. Das stimmt. Und ich denke mal, wenn wir in deren Situation wären, Ja. würden die auch gerne so Hilfe, sich über die Hilfe freuen. Ich habe gestern Abend habe ich noch eine Diskussion gehabt mit einem Flüchtlingsgegner. Okay. Der hat sich leider auch nicht belehren lassen. Der hat gemeint, es wären zu viele und die meisten wären Schmarotzer, die hier hinkommen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, so einen Schwachsinn habe ich selten gehört. Das ist auch, das ist totaler Schwachsinn. Und die würden alle nur nach Deutschland kommen und nicht irgendwo in Ungarn oder so bleiben, weil es hier mehr geben würde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde ja wohl auch dann in ein Land gehen, wo es wirklich sicher ist. Ja, das stimmt. Aber was anderes, ich habe dich, glaube ich, verloren. Ich glaube, ich weiß aber, wo du bist. Ich komme gleich, ich bin gerade am Abbauen. Ich habe schon wieder 8 Level. Ich habe ja ohne Level quasi aufgehört. Krass. 9. So, ich guck mal, ich komme mal hoch. Alles klar. Ich sehe dich. Perfekt. Ich bin hinter dir. Dann haben wir uns ja wieder. Jo. Ja, Leute, tut mir leid, wenn ich jetzt vielleicht auch nicht so viel rede die ganze Zeit, weil das tut natürlich auch ein bisschen weh im Hals. Kann ich Es tut gut nachvollziehen.
Solange du mir aber nicht anfängst, da hier so perfekt zu rappen, dann. Hatte ich eigentlich vorgehabt. Aber ich glaube, noch viel besser passt. Wir sitzen im Atomschutzbunker. Diese Welt geht unter. Ja, diese Welt geht unter. Krass. Das hat sich noch beliebter gemacht. Wieso noch beliebter? Das ist ja schon richtig Fame. Oh ja. Weil dir Frauen schreiben, dass ich ein süßer Boy bin. Unter anderem. Sie schreiben zwar nicht mir. Was stimmt da nicht? Und das, was ich heute so in der Gruppe gesehen habe. Oh Mann. Wie sich jeder gefreut hat, dass du da bist. Ich muss sagen, ich muss mich bedanken, weil ich habe heute die 75 Abonnenten-Folge gemacht. Das schon wieder einen dazu gekriegt. Ich habe heute insgesamt 7 dazu gekriegt. Ne, 8 sogar. Vorhin, wo du mir noch geschrieben hast, waren es 74. Ja, ja. Aber dann war ich noch kurz im Stream vom Tamiro und vom Nordi-LP. Ja. Und dann haben die auch nochmal Werbung für mich gemacht. Was ich eigentlich gar nicht so krass wollte. Ich wollte einfach nur quasi, die machen Stream gegen für die Deutsche Krebshilfe, wird da gespendet. Da habe ich ein bisschen was gespendet und habe dann mit denen gechattet und so weiter. Und dann auf einmal so, geht mal bei Zini vorbei und lass ihm ein Abo da. Und dann hatte ich auf einmal so viele Abonnenten mehr. Finde ich super. Sagt ja richtig Fame. Und die haben sogar die Videos geschaut und haben haben teils Kommentare da gelassen, die Leute. Und vielleicht gucken sie auch dieses Video. Dann sage ich herzlich willkommen. Ich hoffe, von mir auch herzlich willkommen auf Zinis Kanal. Ich hoffe, ihr habt hier ein bisschen Spaß. Wo ist er? Wo ist keine er? Keine Ahnung. Die Sau. Ich sehe ihn nicht. Wo bist du jetzt schon wieder hin? Ich bin hochgegangen. Da ist er. Ich habe ihn gesehen. Okay, cool. Warte. Dachte gar nicht, dass der uns angreift. Wieso sehe ich den denn so spät? Alter. Wie sich das angehört so, hat. Ist down. Pass auf, hier habe ich ein kleines Löchlein gegraben. Ja, jetzt hast du mein Zeug weggebaut. Ich verteidige uns hier in der Zeit. Ich snack alles. Snackst du mein Zeug weg. Ach, tut so. Mir leid. Ist okay, wir sind ja Teampartner. Du hast mir auch schon genug verzaubert. Kann ich ja wieder machen, wenn du keine Schärfe drauf kriegst. Ja. Weil ich brauche ja auch noch ein paar schärfe Schwerter. Ja, machen wir die auch mit. Also ich habe jetzt 18 Level. Ich habe 12. Ich hätte wahrscheinlich auch 18. Sorry. Ist kein Thema. Oh. Folge dir mal ganz unauffällig. Hier ist noch lauter Zeug. Ja, jetzt darfst du sammeln. Oh nein, ich brenne. Ich brenne. Ja. Dann raus aus den Flammen. Würde ich empfehlen. Hat's aufgehört mit Brennen. Hat mir nur 2 Herzen abgezogen. Oh, das geht. Wir haben ja auch ordentlich Schutz drauf. Das stimmt. Du hast die Koordinaten noch zum hier wieder raus. Ja, irgendwo. 14 Level. Bin gleich bei 19.
Hoffe ich bloß, dass kein Gast kommt und mir an den Kragen will. Du hast doch auch einen Bogen, oder? Ah ja, den wollte ich dir ja noch geben. Oh, ich habe kein Essen mehr. Oh, ich bin fast verhungert. Brauchst du? Nee, ich hab. Ich hab nur, so, das wollte ich nämlich auch noch gucken. Ah, ich hab 5 Fäden. Ich kann mir eigentlich auch noch einen Bogen machen. Okay. Also brauchst du mir deinen nicht geben. Alles klar. Weil wir haben überlegt halt, weil ich den stärkeren Bogen hatte, der fast kaputt ist, dass ich dann quasi seinen krieg. Aber meiner hat Stärke 1, ne? Du könntest den. Ach, du hast auch einen Stärke 1. Ja, du könntest den auf Stärke 2 machen. Ja, aber kann ich ja gleich selber machen mit dem Leveln. Alles klar. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal bis Level. Ich mache jetzt mal bis Level 20 und dann verzauber ich nochmal. Ich bin gleich Level 20. Ich muss nur noch vielleicht ein paar Quarze abbauen. Dann bin ich 20. Aber es ist krass, wie viel Quarz hier noch ist. Also, das stimmt. So viele sind vielleicht doch nicht so weit wie wir. Es sind doch nur noch 28. Stimmt. Der Cosmic hat geschrieben, dass er gestorben ist. Ja, durch Creeper. Ja, und der hat nur Full Iron gehabt, ne? Der hat gesagt, er hat einfach keine Dias gefunden. Ja, da habe ich mit ihm noch geredet gehabt. Er hat mich gefragt, wie wir die Dias gefunden haben. Jo. Durch Glück, würde ich sagen. Durch dein Glück. Ja, ich habe sehr viele gefunden, gell? Ich habe auch einen Teil, einen großen Teil deiner Rüstung finanziert. Ja, einen sehr großen Teil. Müssen wir mal in den alten Folgen nachgucken, wie viel ich da eigentlich gesammelt habe. Ich könnte ja ich habe jetzt Level 21. Ich könnte ja einen Dia-Counter einbauen. Habe ich zwar dann bei der heutigen Folge, da haben wir jetzt erstmal Dias gefunden, bei der Folge, die heute rauskam. Und da habe ich noch keinen Counter drin, aber das können wir dann nachträglich in der nächsten Folge anfangen. Ich finde das witzig. Ich bin übrigens Level 20. Ich bin 21. Jetzt mache ich noch gerade hier das weg. Warte, ich hole noch das von da oben. Ja, das hole ich mir noch schnell. Dann können wir eigentlich mal mit dem Zaubern beginnen. Ja. Lass uns zaubern. Du hast den Zaubertisch. Ja, warte, ich schmeiß ihn runter. Nein, ich hab ihn nicht. Doch, ich hab ihn. Oh, mach mich nicht schwach. Haben runtergeworfen. Dankeschön. Kein Thema. Kurz so. Noch stehen. Es wäre scheiße gewesen, wenn er in Lava geflogen wäre. Oh ja. So, machen wir hier die Schwerter. Bannhaltbarkeit. Ist das eine Scheiße? Warte, ich baue noch schnell einen Ofen auf. Weil ich kann, krieg keine Schärfe auf die Schwerter. Ja, dann schmeiß rüber. Hab ich hier. Lapis hast du noch? Lapis hab ich noch, ja. Der Enderman ist ja da scheinbar sehr interessiert an unserem Kram. So, einmal der Schweinbärmann. Schweinbärmann. Hast du mir gegeben, Schärfe? So. Wieso hast du ein goldenes Schwert? Keine Ahnung. Oh nein, der Typ hat das jetzt geholt. Scheiße. Ehrlich? Ja. Soll man angreifen? Hier sind sonst keine. Ja, komm. Asches. Ja. Jetzt kommt von da unten noch einer. Oh, da ist auch noch einer. Oh, scheiße, da kommen viele. Da kommt ein kleiner. Ein bisschen Action muss ja sein. Oh, wir werden in einer Minute ausgelockt.
auch packt. Oh nein. Oh nein. Es geht aber ab hier. Wieso sehe ich den nicht? Krass. Ah, dann kommt einer. Ich sehe es. Wieso sehe ich den Gast denn nicht? Wo ist der? Ich sehe ihn auch gerade nicht mehr. Atem, du wirst verfolgt. Okay, 15 Sekunden. Das kriegen wir noch hin. Ja, ich glaube, wir bleiben hier erstmal stehen, oder? Oder gehen hier mal kurz rein. Jo. Ja gut, ich habe noch 20 Sekunden. Ah, okay. Ich bin raus. Okay, ich gucke, dass ich hier noch die letzten 15 Sekunden überlebe. Verfolgen sie dich, greifen sie an. Nö, die sind hier ganz brav. Okay. Die chillen hier ihr Leben. Haben sich beruhigt. Wahrscheinlich waren sie nur hinter dir her. Ja, das kann sein. So, ich werde jetzt auch gekickt und raus bin ich. Okay. Perfekt. Level erreicht. Einige. Bisschen Fight mit den Zombie- oder Schweinebär-Männern. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen zur nächsten Wacho-Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.